Gerade sind wir unterwegs auf unserem letzten Strandspaziergang am Atlantischen Ozean im Süden Portugals an der Algarve. Und heute ist der Sonntag, der 3. Advent. Und nun sind wir langsam fertig hier. Das heißt, in 2 Tagen packen wir in Albufeira auf unserem bisherigen Basislager hier in Portugal unsere Klamotten wieder ein und ziehen langsam wieder durchs Landesinnere Richtung Frankreich-Deutschland. Und aktuell ist es unsere Absicht, Heiligabend wieder am Cap Leucat im Süden Frankreichs zu sein, am Fuß der Pyrenäen, dort am Lagerfeuer in unserem Lieblings-Niemandsland, ja, Heiligabend zu verbringen. Und ja, ab morgen werden wir kein Internet mehr haben, jedenfalls kein Internet mehr, mit dem wir großartig Fotoserien und Videos hochladen, die Menschheit mit Bilderfluten überschütten. Nein, dann ist Ende Gelände, dann ist mal wieder Pause. Und wann es weitergeht, wird sich zeigen, wann wir wieder Bock haben, wann wir wieder Internet haben. Unser mittelfristiges Ziel auf unserem Eurotrip 2017-2018 soll Süditalien sein, soll die Insel Sizilien sein, als größte Insel des Mittelmeeres. Dort waren wir noch nie. Dort freuen wir uns jetzt schon drauf. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg und schauen wir mal, wie wir diesen Weg zurücklegen und ob alles gut geht. Jedenfalls hier Portugal war ein Land mit Licht und Schatten. Wir waren gerne hier, aber ehrlich gesagt, wir ziehen jetzt auch gerne wieder weiter. Denn weiterziehen, das gefällt uns. Gut gehört. Ja.